Aloha und weiter im Text mit Harvest Moon Wonderful Life. Ich habe überhaupt keine Lust aufzunehmen, aber da man mich ja ständig fragt und mir ständig Nachrichten schreibt, wann kommt Harvest Moon, sehe ich mich jetzt dazu gezwungen, auch endlich mal wieder aufzunehmen, obwohl ich gar keinen Bock darauf habe. Naja, dann muss es jetzt halt so mit der Stimmlage weitergehen. Mann, ey. Das Spiel ist scheiße. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr darauf. Am liebsten würde ich es abbrechen, aber dazu ist mein Stolz zu groß. So. Ja, das halte ich nicht mal eine Minute aus. Und ich hoffe, der ein oder andere fühlt sich jetzt mal angesprochen. Denn ich muss ehrlich sagen, es kotzt mich ziemlich an, wenn ich unter Let's Play-Folgen von anderen Projekten Kommentare kriege, wann kommt Harvest Moon? Ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesagt habe und es ist eigentlich bei jedem Let's Player so. Es kommt, wenn es kommt. Ganz einfach. Ich lade nun relativ regelmäßig hoch und habe jetzt eigentlich erst so richtig ab den Prüfungen angefangen, das mit besonders mit Harvest Moon schleifen zu lassen, weil es nun mal sich sehr zieht. Aber ich finde es ehrlich gesagt echt ungerechtfertigt, andere Projekte dann damit zuzuspammen. Das ist jetzt nicht nur eine Person, die es gewesen ist, also es gibt ja einige, die schreiben dann keine Kommentare, sondern eine PN. Und stellen dann auch ziemlich oft Fragen bezüglich irgendwelchen Projekten. Es ist nicht nur Harvest Moon, es ist auch Bioshock. Ich habe auch schon eine Frage bekommen, ob ich Bioshock, wenn ich Ferien habe, regelmäßiger hochlade. Obwohl ich sagen muss, dass Bioshock eines meiner regelmäßigsten Let's Plays im Moment ist. Neben Sims, weil Sims viel auf Reserve hatte. Und ja, verzeihen. Ich wollte jetzt einfach mal so ein bisschen andeuten, Leute, wenn ich aufnehme, obwohl ich keinen Bock auf das Spiel habe, dann klingt es so. Also vielleicht nicht ganz so, das war ja jetzt sehr übertrieben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ist, was man möchte, dass ich mich dann zum Aufnehmen zwinge, weil die ein oder andere Person der Meinung ist, sie müsste jetzt unbedingt Harvest Moon gucken. Und ich meine, klar, es freut mich, dass das Projekt so einen Anklang findet, obwohl ich selber manchmal sage, dass ich es nicht mehr sehen kann. Aber das geht mir persönlich ziemlich gegen den Strich und upsala, bei einigen anderen Let's Playern, besonders bei Gronkh, ist es mir halt auch aufgefallen, dass dann halt unter anderen Videos total rumgespammt wird, wenn mal eine Folge von jetzt meistens Minecraft kommt. Und ja, ich hatte heute auch einen Fall, dass, oder war es gestern? Ich glaube, es war gestern. Also Bioshock, bei Bioshock war es, dass ich ein Video hochgeladen habe, also Bioshock in dem Fall, und dann ausgerechnet die neue Abo-Box online kam und dann der erste Kommentar, den ich bekommen habe, war, ich hasse die neue Abo-Box, wo ich mir dann denke, ja, was kann denn mein Video dafür? Das habe ich auch darunter noch geantwortet, weil sowas finde ich extrem daneben, wenn ich ehrlich bin, weil das Video, also ich kann ja nichts dafür, meine ich. Habe ich mir bisher zumindest immer so eingebildet, dass ich mit den Änderungen auf YouTube persönlich nichts am Hut habe. Also ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Wenn ich irgendwann mal was geäußert habe, was dazu geführt hat, dass YouTube explodiert, dann bekenne ich mich dazu auch. Aber sonst habe ich damit ja nichts am Hut. Und auch alle anderen Leute, deren Videos zufällig gerade als erstes in dieser neuen Abo-Box erscheinen, können ja nichts dafür, wie die Abo-Box aussieht, wie sie halt aussieht. Und
Da finde ich es dann immer so ein bisschen blöd, wenn dann die Leute dann diese tollen Kommentare kriegen, von wegen, ich hasse dieses neue Design. Das ist bescheuert. Weil ändern kann ich ja nichts daran. Und ändern, und der Kommentar selber hat ja dann nichts mehr mit dem Video an sich zu tun. So, die Hühner lasse ich jetzt drin, weil Winter und Winter und Winter und so. Obwohl, nee, obwohl, hat der ja schon mal geschneit. Ich lasse die jetzt drin. So. Ja. Man kann, also Kritik ist ja schön, aber man kann ja dann daran nichts ändern. An dem, was kritisiert wurde. Und dazu fällt mir jetzt auch gerade ein, dass ich will doch eigentlich nur diese blöde Ente da wegnehmen, damit die andere blöde Ente da hinlaufen kann, weil die blöde Ente zu blöd ist, um außen rum zu laufen. Welche blöde Ente ist das denn jetzt? DK oder Anne? Anne. Und der böse DK steht einfach im Weg. So, ja. Ich habe auf, oh, auf meinem Mario Kart Let's Play. Ich glaube, es war Double Dash. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, ja, es war Double Dash. Ja, jedenfalls auf dieses Let's Play habe ich einen Kommentar bekommen. Der da so ähnlich hieß wie, ja, deine Stimme gefällt mir, angenehmer Klang, bla bla. Aber die Soundqualität ist scheiße. Oder irgendwie sowas in der Art. Es hatte was, oder Bildqualität, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwas mit Qualität auf jeden Fall. Und mein erster Kommentar, also meine erste Antwort darauf war dann, ja, das Video ist jetzt über ein Jahr alt. Und die Kritik ist unsinnig in dem Sinne. Ja, und dann, ja, Videos werden doch aber auch angeguckt, wenn sie älter sind. Ist ja vom Prinzip her richtig. Wir gucken erstmal, was Hardy hier macht. Hallo. Guten Morgen. Bei diesem Friedhof muss ich daran denken, wie machtlos wir Doktoren in dieser Sache sind. Apropos, ich bin hier vor ein paar Nächten herumgelaufen und habe ein Mädchen schreien gehört. Was hast du? Du hast ein Mädchen schreien gehört? Ich glaube, wir müssen mal nachts hier langlaufen. So. Was wollte ich erzählen? Ach so. Ich musste mal eben gähnen und dann erzähle ich. Auf jeden Fall. Aua. Ich muss mal kurz durch die Augen wischen. So. Bisschen schon wieder mitten in der Nacht. Warum nehme ich eigentlich immer nur nachts auf? So. Ja, auf jeden Fall kann man natürlich da auf die Idee kommen, dass ich Kritik nicht vertrage oder dass ich nicht gerne kritisiert werde. Ich habe absolut nichts dagegen, wenn man mich kritisiert. Also konstruktiv kritisiert, muss man vielleicht immer dazu sagen, weil es gibt ja immer Leute, die sagen, ey, du Opfer, du bist voll scheiße, du siehst voll hässlich aus, du bist voll fett, du bist assi. Wenn man dann sagt, kannst du mal irgendwie auf deine Wortwahl achten, dann ist es immer, du kannst überhaupt keine Kritik vertragen, Alter. Ich spreche übrigens fließend Asisch. So, ja. Ja, soll nicht heißen, dass ich nicht kritikfähig bin, aber es ist doch ziemlich sinnlos, ein Video zu kritisieren, also wegen seiner Qualität zu kritisieren, wenn es schon so alt ist und aktuellere Videos deutlich beweisen, dass sich die Qualität verbessert hat. Versteht ihr, was ich meine? Also, das, das wäre so, als wenn ich gähnen müsste. Nein, das wäre so, als wenn ich boah, Beispiel. Ja, wenn ich eine Theatergruppe bei ihrem allerersten Auftritt, den sie jemals hat, filme und dann schaue ich mir 2 Jahre später
diese Aufnahme an und fange dann an, die Schauspieler zu kritisieren. Weil da und da schlecht artikuliert und da das Schauspiel nicht ganz passend und da das Timing und bla bla bla. Dann bringt die Kritik ja nichts mehr, weil unter Umständen ist innerhalb von dieser Zeit der Kritikpunkt schon längst verschwunden, weil sich die Menschen verbessert haben. Oder, ganz andere Möglichkeit, man weiß gar nicht mehr, was man da genau gemacht hat, dass es zu diesem Fehler kam. Also ich weiß, wie ich meinen Double Dash Let's Play aufgenommen habe mit meinem Grabber. Und da hatte ich auch noch kein Standmikrofon, sondern hatte mein Headset-Mikrofon. Zwar ein ziemlich geiles Mikrofon, wie ich sagen muss. Also für ein Headset klingt es schon ziemlich gut. Gut, wenn man dann vergleicht. Besonders als ich meine, woran ich studiere, Infoaufnahme gemacht habe. Da habe ich mit meinem Headset-Mikrofon aufgenommen. Da fällt einem der Unterschied schon auf, aber für ein Headset ist es eigentlich ein ziemlich gutes Mikro. Und ja, das ist dann so, also ich weiß, was ich damals gemacht habe, ich weiß, was ich jetzt mache, aber die Kritik, die mir da in diesem Video geübt wurde, kann ich ja jetzt so nicht mehr umsetzen, weil ich ja schon längst den Punkt behoben habe sozusagen. Und das bedeutet dann einfach, dass ich einen Kommentar bekommen habe, der für mich leer ist. Also, die einzige Info, die ich habe, ist, hey, meine Stimme klingt toll. Und das ist so ein Punkt, an dem ich ja nichts ändern kann. Also, ich habe ja nun mal meine Stimme so, wie sie ist und kann die ja nicht weghexen. Ich meine, ich könnte die ganze Zeit so sprechen. Oder die ganze Zeit so. So irgendwie voll gelangweilt und ich habe keinen Bock auf irgendwas und ich krieg die Zähne nicht auseinander und deswegen muss ich so sprechen, wie ich gerade spreche. Aber an der am Stimmklang kann man ja nichts ändern. Ja, und dann verpufft so ein Kommentar, der vielleicht nett gemeint ist, einfach mal so um nichts. Was machst du denn da? Also normalerweise lehnt er sich ja immer so cool an die Bäume, aber wenn wir ihn jetzt von hinten ansprechen, ja, kriegt er einen Genickbruch. Hey, war das nicht ein schönes Lied? Ja. Schön, dass du das denkst. Das ist auch mein Lieblingslied. Mhm. Habe ich zwar nicht gesagt, dass es mein Lieblingslied ist, aber wenn er meint. Ich werde jetzt auch nur noch bis zum Winter spielen, also höchstens noch eine weitere Aufnahme, weil ich gähne zu viel. Und ja, richtig am Stück aufnehmen werde ich auch erst etwas später machen, weil ich jetzt im Moment ein klein bisschen noch zu tun habe. Also ich schreibe gerade an meinen zwei Hausarbeiten, die ich eigentlich, also die eine muss ich bis 31. August, die andere bis zum, lass mich lügen, 30. September oder so fertig haben muss. Aber da, die will ich am 20. August beide fertig haben. Deswegen ist es gerade ein bisschen noch anstrengend, was so Unikram angeht. Ja, und dementsprechend habe ich jetzt noch nicht so die Ruhe, um komplett und viel am Stück aufzunehmen. Oh Gott, oh Gott, oh mein Gott, wach auf! Ach so, eingeschlafen. Oh, es schneit. Genau deshalb habe ich die Hühner nicht rausgenommen. Ja, zeitlich ist halt im Moment noch ein bisschen eng. Aber ich habe mir ja fest vorgenommen, meine Hausarbeiten diesmal nicht bis auf den letzten Drücker aufzuschieben. Und die eine ist ja auch konzeptionell schon so ziemlich fertig. Und dementsprechend bin ich da ganz zuversichtlich. Aber fertig bin ich halt noch lange nicht. Und dementsprechend sieht mein Zeitmanagement eher vor, dass ich Hausarbeiten mache, recherchiere und so einen ganzen Kram mache, statt aufzunehmen. Und im Moment bin ich auch produktionstechnisch, aufnehmtechnisch ein bisschen demotiviert.
Ja, und dementsprechend bin ich halt im Moment ein bisschen gezügelt, was das Aufnehmen angeht. Ich will ja nicht eine, ich habe keinen Bock auf nichts Aufnahme machen. So, wir gießen noch das Feld zu Ende. Und dann nehmen wir noch einen Part auf und dann setze ich mich wieder gemütlich hin und stricke und schaue Videos. Da freue ich mich schon drauf. So, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Harvest Moon, A Wonderful Life wieder. Ovary!